Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert in der Kronenschneelande. Schneelande der Krone. So, so rum ist richtig. Und ja, wir müssen theoretisch immer noch Peony hier Bericht erstatten über was alles passiert ist. Aber ich würde sagen, wir machen was anderes. Und zwar, wir sprechen jetzt mit Sania, weil erstens gibt es keinen Grund, nicht mit Sania zu reden. Und zweitens habe ich alle Hinweise gefunden. So, wo ist denn jetzt noch mal hier drin, ne? Und ja, ich habe diese ganzen Fußspuren, alle gefunden und zu 100% gepackt, gebracht, auf 100% gebracht, so rum. Und jetzt müssten wir eigentlich irgendwie neue Legendäre finden können, oder? Bin mal gespannt, welche das sind. So, zeig mal, ja. Na, wie läuft die Jagd nach den Anhaltspunkten? Daniro bricht über Anhaltspunkte erstanden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Felsenwillen-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon gefunden. Okay. Ja, danke. Ja, einfach bei jedem wiederholt. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich diese Pokémon aufhalten. Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und suche nach Lebenszeichen läuft. Ich habe echt gesagt keine Ahnung, welche Pokémon das sein könnten. Ja, da Habitate gesuchten Pokémon wurden ermittelt. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich in Schollenmeer. Im Ballseehöhle. Bett des Giganten. Okay. Na, dann schauen wir uns mal an, welche das sind, ne? Wurden die auf der Karte verzeichnet, muss ich mir jetzt jedes Mal merken. Ballseehöhle, Bett des Giganten und Schollenmeer oder irgendwie so was hieß das, ne? Wo ist denn ja Schollenmeer? Ach, das, ne? So, Bett des Giganten, da kann man sich doch irgendwo hier. Wo denn? Muss ich jetzt einfach hier rumlaufen, bis mir was über einen Weg läuft, was kann es eindeutig ein legendäres Pokémon ist oder was? Da kommt hier eine Cutscene irgendwie so, ich weiß nicht. Apropos Cutscene, wenn ich irgendwie diesen Baum in der Mitte hier von dieser Insel, ja den da, wenn ich zu denen gehe, da kommt auch eine Cutscene. Deswegen ist das noch ausgegraut gewesen bei mir auf der Karte, weil ich da noch nie war. Nächstes Mal, wenn ich da hingegangen bin, habe ich direkt die Konsole ausgemacht. So, oh Gott, da ist eine Cutscene, darf ich nicht aufnehmen. Darf ich nicht reingehen, weil ich noch nicht aufnehme. So rum. So. Ja. Also, soll ich jetzt einfach hier nur so rumfahren und da gibt es irgendwo so Orte, die ich erkunden muss? Bin mir jetzt nicht sicher. Bitte lass halt nicht so wandernde Pokémon sein wie ein Dingens. Lass noch mal mit Sania reden. Also bevor wir vollkommen verpeilt durch die Gegend irren. Hier, ne? Schon wieder das Haus vergessen. Oh mein Gott. In Ordnung, jemand beweise, dass die Legenden wahr sind. Ja, mehr nicht. Schollenmeer, Ballseehöhle, Bettsgiganten. Ballseehöhle, Bettsgiganten. Was? Da ist ja beides Bettsgiganten. Und das hat alles das Gebiet. Das alles hat Gebiet, ne? Das ist einfach so groß. Da macht es natürlich ein bisschen schwieriger dann. Also meine Vermutung ist jetzt, ich muss jetzt so lange rumfahren, bis ich irgendwie was sehe, was verdächtig ist, was ich nicht so toll finden würde, ehrlich gesagt. Dann stelle ich mir unglaublich nervig vor. Bitte sagt mir nicht, sind so Ausrufezeichen Gräser oder so.
Hier ist der Friedhof. Aber die müssen ja irgendwie so auf der Karte rumlaufen, weil in der Ballseehöhle sind ja keine, sind ja gar keine Dingens, keine Gräser, so Ausrufezeichen Gräser, ne? Da. Okay, läuft einfach hier so schlecht durch die Gegend. Viridium, das sind diese Pokémon aus Schwarz und Weiß. Dieses Trio. Viridium. Na, okay, komm mal her. Tue ich natürlich nicht für. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Ja, dann ist das hier dieses. Dann sind das diese drei. Ich glaube, die heißen Hof-Pokémon. Das legendäre Hof-Trio. Der eine ist irgendwie so ein. So ein. Weiß ich nicht. Wenn so ein Tier nennt. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Nashorn. Dingen, weiß ich nicht. Das andere ist, glaube ich, so ein Reh, ne? Also ein Hirsch. So ein blauer Hirsch. Irgendwie sowas um den Dreh. Oh, ich merke gerade, wenn das irgendwie normale Encounter sind, ne? Dann kann ich irgendwie viel einfacher von denen ein richtiges Wesen bekommen. Und dann brauche ich einfach nur ein Pokémon, das irgendwie Synchro an erster Stelle hat. Und dann hat das Pokémon exakt den gleichen Typ. Irgendwie laut Wikipedia ist das dann. Oh Gott, ich habe nur 33 Bälle, sehe ich gerade. Also ich werde so 10 Bälle ungefähr werfen mit jedem. Wenn das nicht klappt, Meisterball. Zum Glück habe ich so viel, ne? Die sind perfekt da, um irgendwie den Part abzukürzen. Was setze ich denn dagegen ein? Ja, wollte mal mein Shiny Blubella sehen. Ja, schön. Flex. Weiß nicht. Habe ich im Pokémon Let's Go Pikachu gefunden und so, also ein Shiny Mirapla und dann hier rüber getauscht. Hat sogar halbwegs gutes Wesen gehabt, hart. Also Angriff plus, Spezialangriff minus. Und so kann man Blubella ausspielen, also physisch. Mit Laubklinge und so. Also ja, nicht schlecht. Muss ich nicht das Wesen ändern oder irgendwie sowas. So kann man machen. Ja, ich glaube, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja, wenn du bei 10 Minuten immer noch nicht drin bist, dann habe ich einen Meisterball. Aber ich muss ja auch noch die Zeit einrechnen, in der ich die Pokémon finde, ne? Ich glaube, die heißen Huftier-Trio. Bin mir aber nicht sicher, weil... Schwarz und Weiß habe ich, glaube ich, nicht so intensiv gespielt, so wie Diamant und Perl. Deswegen jedes Mal, wenn ich irgendwie so legendär aus dieser Generation sehe, die kommen mir noch so fremd vor irgendwie. Ich habe auch schon deiner Abenteuer ein bisschen gemacht, da habe ich auch schon ein paar legendäre abgegriffen. Suisun hatte ich ja, glaube ich, schon mal vorher, ne? Schon mal gesagt. Zapdos habe ich jetzt auch gefangen. Rayquaza ist mir begegnet, habe ich auch noch nicht gefangen. Hat noch hier so Pokémon aus Sonne und Mond, wie heißen die, so Kaporiki oder Tapo, irgendwie hat diese komischen Pokémon hier. Habe ich auch irgendwie so zwei. Cresselia habe ich, glaube ich, gefangen. Ich finde es eine ganze Menge. Raikou ist mir mal begegnet. Was noch? Ja, eins von Diamant Perl, ja, dieses Teich Pokémon, so Meisterball Flieg. So. Ich will heute noch den Eintrag sehen. Ja, Azlev oder wie auch immer das heißt. Turbutz Azlev und Vesprit oder wie auch immer die Dinger heißen. Davon habe ich eins gefangen. Warum denke ich überhaupt darüber nach? Ich kann es gleich zeigen einfach. Meine drei Regis, die habe ich jetzt mal zu Pokémon Schild drüber gebracht, damit ich da Regidrago fangen kann. Eine Legende bricht davon, wie Viridium 1 mit Kobalium und Terrakium unermüdet die Pokémon Einals von den Menschen beschützte. Ja, da habe ich gar nicht falsch. Einal, das ist ja Schwarz und Weiß, ne? So. Ich sage euch mal meine Ausbeute.
mit so extra mal so ein Ding hier gemacht mit legendären und so sowieso und Zapdos, weil es ist ja offensichtlich, dass die legendären Vogel-Pokémon hier auch fangbar sind in ihre Galar-Form wahrscheinlich. Und ich habe irgendwann mal gegoogelt und da wurde mir gesagt, dass man Pokémon, die man schon hat, also legendäre Pokémon, die man schon hat, nicht zweimal fangen kann. Was für mich die Frage aufbringt, was passiert, wenn ich zuerst keine Ahnung, Galar, Zapdos oder Arctos oder so fange und ich gehe dann in deine Abenteuer, weil dann habe ich die ja theoretisch auch schon, ne? Ist mir dann auch nicht erlaubt, die noch mal zu fangen, weil ich die halt schon habe. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen will ich das so schnell wie möglich machen. Deswegen will ich jetzt noch schnell hier Arctos und Lavados fangen, damit im schlimmsten Fall jetzt nicht passiert, hier, oh, ich habe die in der Tundra gefangen und jetzt kannst du ihn mehr in deiner Abenteuer fangen. Und ja, da möchte ich ehrlich gesagt verhindern. Deswegen tue ich mein Bestes, jetzt irgendwie die so schnell wie möglich alle zu fangen. Aber ist nicht so einfach, weil so ein bisschen halbwegs vernünftiges Wesen möchte ich auch noch haben. Was heißt, ich muss dann, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Pokémon haben will, noch 2-3 Mal irgendwie die ganze Prozedur wiederholen. Aber mittlerweile finde ich jetzt, finde ich mich schon hier mit irgendwelchen Wesen ab, weil es dauert dann einfach viel zu lange und ich will heute noch irgendwie in diesem Jahr vielleicht noch mit diesem Projekt hier fertig sein, weil uns ist die ganze Vorbereitung für die Parts, die dauert schon so lange und ja, das ist dann auch ein bisschen kacke. Deswegen tue ich das ein bisschen abkürzen, indem ich mich einfach mit irgendwelchen Wesen hier abfinde, damit ich auch wieder irgendwie schnell genug irgendwie aufnehmen kann. Sonst dauert das alles Ewigkeiten. So, ihr seht hier, war ich überhaupt schon mal hier? Ja, hier war ich schon mal, glaube ich. So, dann ist hier bestimmt unser nächster Kunde irgendwo hier, ne? Da ist er doch. Ja, da ist dieser wohl nicht hier. Ich weiß nicht. Weiß nicht, was das sein soll. Was wollte ich machen? Gar nichts. Jäger ist wieder wach. Der schafft das. Kobalium. Ich glaube, das sind alles Kampf-Pokémon, oder? Nur irgendwie Kampf. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der eine ist Kampfstahl oder so. Nämlich oder Kampf. Wo? Ich habe keine Ahnung. Die Dinge habe ich mich nicht so gekümmert, den Schwarz oder Weiß. Nee, ich hatte Weiß, oder? Ich hatte Weiß, dann hatte ich Schwarz 2, glaube ich. Den ersten Teil habe ich gespielt, den zweiten nicht. Oder den zweiten habe ich so ein bisschen gespielt und danach irgendwann nicht mehr. Und ja, dementsprechend kenne ich die legendären nicht so gut. Du bist Stahl, glaube ich. Also ja, mein Gott, das sieht aus, als hätte der Schuhe an irgendwie. Bild ich mir nur so ein. Wie gesagt, einige legendäre Pokémon kommen mir nur so fremd vor. Auch die ganzen Diamant und Perl Pokémon. Mit was weiß ich hier. Mein Dialga, Palkia und Giratina, Arceus und so, die sind mir noch bekannt, aber dann kommen diese See Pokémon, Azlef, Bisprie und so. Oder Regigigas. Mod gibt es noch Dresselia, das ist mir auch schon so ein komisches Teil. Weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde immer noch enttäuschend, dass irgendwie weil nicht pro Edition irgendwie weniger legendäre irgendwie kommen. Weil am Anfang man hat sowieso wenige wegen hier, weiß nicht, Arctos, Zapdos, Lavados. Oh mein Gott, ehrlich. Arctos, Zapdos, Lavados, Mew, Mewtwo, das sind 5. Dann Johto, da haben wir sowieso ein Raikou, Entei, Lugia, Ho-Oh, Celebi. Das war's, oder? Ja, ich glaube, das war's. Dann hat Höhen irgendwie voll hochgelegt, irgendwie so mit Groudon, Kyogre, Rayquaza,
Regi-Stil, Regi-Eis und Regi-Rock. Dann gab es noch, da gab es noch mehr, ich fall mir jetzt aber nicht ein. Deoxys, gab's da noch mehr, oder? Mir jetzt gerade nicht ein. Na? Oh mein Gott, schon zum zweiten Mal. Worauf hinaus will, gab immer irgendwie mehr so, und dann kam hier Pokémon Schwert und Schild. Was haben wir? Die beiden Wolf-Pokémon und in deiner, das war's. Also nur die Cover-Pokémon halt, keine legendären Trios oder so. Ich meine, wurden jetzt per DLC hinzugefügt, aber wie kacke ist das denn? Die sollen im Hauptspiel hinzugefügt werden. Und vor allem, so wie das aussieht, sind das nur Kopien vom Kanto-Trio. Vom Kanto-Trio. Vom Vogel-Kanto-Trio. Und das müssen Galar-Versionen von denen. Von den dreien sein, weil sonst wäre das irgendwie voll schwachsinnig. Weil ich habe Zapdos jetzt schon gefangen, ne? Ich meine, warum sollten die Kanto Zapdos irgendwie erfangbar machen in der Kronen DLC Tundra Schneeland der Krone? Wenn ich halt auch in deiner Abenteuer fangen kann, ne? Also müssen halt ja Galar Version sein, ne? Und ich krieg von denen als einziges irgendwie Pokédex Eintrag, also für Suisun und so kriege ich keinen Pokédex-Eintrag oder Tapo Riki, Kappa Fu oder wie auch immer die alle heißen oder Dresselia. Das heißt auch dementsprechend, die werden auch nicht in deine Abenteuer vorkommen, oder? Weil von den dreien ist mir auch noch keiner begegnet. Ja, bin übrigens ein chilliger Part. Wir fangen übrigens nur die drei Dinge am Start schon erzählt. Ich wollte einfach nur wissen, was für legendäre Pokémon sie erwarten, nachdem wir die ganzen Dinger hier eingesammelt haben. Die ganzen Fußspuren oder Rufspuren wurde ja. So, jetzt muss ich einen Meister bei werfen, weil ich habe noch Dings dabei hier. Das Schwert legendäre. Das habe ich benutzt, um Regieleki zu fangen. War voll einfach. Weil das Ding erhöht seinen Angriff am Anfang des Zugs, am Anfang des Kampfes, und ja, Eindruckschlag, und das Ding war schon auf 1 KP runter. Paralysieren konnte ich das sowieso nicht, weil Elektro, und ja, hat die Fangroutine von Regieleki ein bisschen vereinfacht, finde ich. So, ihr wisst, was los ist, ne? Ich werde sowieso ja nicht danach speichern, nur so nebenbei. Ich hoffe, das funktioniert mit Synchro. Legendsvoll kämpfte es einst zusammen mit Terrakium und Viridium gegen die Menschen, um die Pokémon der einen Region zu beschützen. Da war ja Thema von Schwarz und Weiß, ne? Pokémon zu befreien von dem Griff der Menschen. Ich hoffe, das mit Synchro funktioniert. Für die, die es nicht wissen, wenn man ein Pokémon mit Synchro an erster Stelle hat, dann und dann wird das Wesen von diesem Pokémon auf dem wilden Pokémon hier kopiert, dass man ja fängt. Wenn ich also zum Beispiel ein mäßiges Nachtara ab mit Synchro und ich gehe irgendwie in die, boah, wo war das noch mal, eine Ballseehöhle, ne? Ja, und ich gehe dann, weiß ich nicht, fange ein wildes Evoli, dann besteht eine Chance, dass wegen dem Nachtara und dem Synchro, also dem mäßigen Nachtara und Synchro, dass das wilde Evoli, was man sich dann fängt, auch mäßig ist. Ja, wo muss ich hin? Ich mich letztens schon verirrt irgendwie, weil ich hier mal hin, irgendwo hin wollte. Da, das ist aber auch irgendwie ein Eingang. Also irgendwo muss ja auch ein Eingang sein. Und so blöd ihn zu finden, ne? Geh mal von hier aus. Und ja, also man kann sozusagen manipulieren, was für ein Wesen wilde Pokémon haben, wenn man ein Pokémon mit Synchro und einen bestimmten Wesen nach vorne packt an erster Stelle. Und ich habe gegoogelt, und wie sich herausstellt, tut das nicht mit legendären Pokémon funktionieren, was die ganze Sache ziemlich nervig macht. Und ja, es
wird die Sache viel einfacher machen, dass man sich hier mal legendär Pokémon mit einem passenden Wesen hier fangen könnte, aber nee, funktioniert nicht. Und laut Google ist in Schwert und Schild jetzt eine 100%ige Chance, dass das bei wilden Pokémon hier passiert. Also vorher gab es irgendwie nur so eine 50%ige Chance. Das weiß ich nicht, wenn ein mäßiges Nachtara, oh hi, also schon, wenn du ein mäßiges Nachtara irgendwie mit Synchro nach vorne packst, dann gehst du auf ein wildes Pokémon zu, dann ist halt auch mäßiges Wesen. Und ja, also zu 50% ist eine Chance, dass das dann passiert. Und seit Schwert und Schild soll angeblich jetzt eine 100%ige Chance sein, was ich noch nicht ausprobiert habe. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass das der Fall ist, ne? Aber das wäre schön. So, und warum ich das Thema anspreche, diese Dinger sind ja legendäre, aber die laufen ja auf die Oberkarte herum, also so wie wilde Pokémon. Deswegen hoffe ich, dass dieser Synchro-Trick funktioniert. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber um ein bestimmtes Wesen zu besitzen, da musst du auch irgendwie ein bestimmtes Pokémon mit Synchro haben und dem bestimmten Wesen. Genau deswegen habe ich mir irgendwie eine halbe Box mit Xatus irgendwie gezüchtet, die alle Synchro können und alle verschiedene Wesen haben. Also ich kann mir eine gute Anzahl von Wesen irgendwie beeinflussen. Da seht ihr mal, was ich mache. Hier offscreen. Ich habe eine ganze Box mit Dittos, mit verschiedenen Wesen, damit ich mir verschiedene Wesen hinzüchten kann. Ich habe verschiedene Xatus oder Natus mit verschiedenen Wesen, damit ich wilde Pokémon irgendwie beeinflussen kann, damit die halt richtige Wesen haben. Das ist absolut krank, was ich hier offscreen alles mache. So. Ja, die 16 Bälle, die versuchen wir jetzt noch. Fahrt wird sonst ein bisschen zu kurz, glaube ich. Ist ja auch eigentlich geil, ne? Ich wollte schon sagen, macht er mir jetzt einen Strich durch die Rechnung dadurch. Ah, ich mache den seinen Part kürzer. Oh. Also ja, wie gesagt, weil die jetzt hier so wie wilde Pokémon rumlaufen, hoffe ich, dass das funktioniert, da man deren Wesen beeinflussen kann. Das wird offscreen fangen, weil ich nach diesem Part machen werde, ein bisschen vereinfacht dann. Weil ich werde natürlich nicht speichern, nachdem ich hier zwei, drei Meisterbälle geworfen habe. Zwei. Weil jetzt ist ja nicht mehr notwendig. So, wieder wohl ein kürzerer Part dieses Mal. Tiakum verfügt über unvergleichliche Kräfte. Wer kleine Pokémon bedroht oder schlecht behandelt, wird von ihm zur Strecke gebracht. Alter. Ich habe mir gar nicht die Typen von den allen angeguckt. Was sind die überhaupt für Typen so? Was stehen die denn so? Steinkampf, Stahlkampf, Pflanzkampf, sag ich doch, sind alle Kampf. Nehmen alle Redlichkeit, was macht das? Wenn jetzt von einer Unich-Attacke getroffen wird, ist sich sein Sinn für Gerechtigkeit zu Wort und sein Angriff steigt. Deswegen Redlichkeit, so. Schurke, du wagst es, mich anzugreifen. Irgendwie so was. Okay, cool. Gut, gehen wir mal zu Sanja und gucken, ob die irgendwie was noch dazu zu sagen hat. Und dann hier gucken wir mal. Die staunt bestimmt jetzt, ne? Die fährt wahrscheinlich jetzt voll auf uns ab, weil wir die alle gefangen haben. Oh, ist das etwa Kobalium, das Eisenkern-Pokémon? Jo, ich habe es die ganze Zeit über gewusst. Meine Hypothese war richtig. Verzeihung, da habe ich mich mein Gefühl ein wenig übermannt. Hier Belohnung dafür, dass du mir das legendäre Pokémon gezeigt hast. Vor allem, ich habe es noch nicht mal gezeigt. Ich habe es in der Box drin. Die anderen zwei Pokémon müssen sich ganz sicher auch hier irgendwo aufhalten. Oh, ist das etwa Terrakium, das Felsen mit dem Pokémon? Auf dich gesehen, verlass dann die Glück, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Schon wieder. Hier Belohnung. Die sind echt nicht gut. Was soll ich mit Erfahrungsbonbons essen? Ich habe Pokémon in Level, die sind im Level 80. Die muss ich auf Level 100 bringen. Wie soll ich denn damit kleine Bonbons machen? Oh, ist das etwa Viridium? Das ist der Wahnsinn. Wir haben es echt geschafft. Wer ist die beste Pokémon-Fristin? Gala.
Sania, Sania. Jo. Ups, erzähl meiner Oma bitte nicht, dass ich das gerade gesagt habe, okay? Ich weiß gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier die Belohnung dafür, dass du dir redlich verdient. Die sind noch nicht mal gut. Gib mir XL-Bonbons. Mit deiner Hilfe konnte ich nachweisen, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Als soll stimmt nicht schon allein zu tun, würde ich dich zuvor als meinen Assistenten einstellen. Es gibt übrigens eine alte Legende zu Kobalium, Terrakium, Viridium. Vor langer Zeit sollen sie sich mit einigen üblen Menschen einen erbitterten Kampf geliefert haben, um ihre Gefährten zu beschützen. Seitdem meinen sie wohl die Nähe zu den Menschen und leben in Abgeschiedenheit. Und jetzt sind die bei mir. Doch nun haben sie sich anscheinend eingewilligt, Teil deines Teams, ja, eingewilligt. Ich bin einfach so lange einen Ball gegen den Kopf geworfen, bis die nicht mehr rauskamen. Vielleicht bedeutet das ja, dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zugehen. Ja, der Gedanke stimmt schon ein froh, oder? So, jetzt wird aber höchste Zeit für mich nach Hause zu gehen. So eine Forschungsarbeit schreibt sich schließlich nicht von alleine. Nein, geh nicht. Pass auf, dass du bei deinen Entdeckungen keinen Schnupfen holst, Daniro. Man sieht sich. Nein, bleib hier. Komm, Wolli, wir gehen jetzt nach Hause. Woll. Was ist das? Methan? Der Tunnel, meine ich. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tintin. Du heißt Tim und Struppi auf Englisch. So, guck mal hier. Oh. Jetzt wäre nur noch Regidrago, wo ich gerade am Arbeiten bin. Ich habe die Regis schon auf Schild drüber gepackt. Muss noch die Tür aufmachen. Dann kann ich die wieder rüber tauschen. Und ja, Arctos und Lavados wären mir noch. Wenn ich Glück habe, finde ich die noch per Dingens, per deiner Abenteuer. Dann muss ich die gar nicht hier so erst finden. Habe ich schon den Pokédex komplettiert. Solange nicht noch irgendwie noch was anderes komme. Ich nehme mal an, 210 ist wieder Maximum, ne? So wie hier, 211. Okay, 211 ist hier halt eine, hier. Sarode, was mir jemand mal rübergetauscht hat, einmal ganz kurz. Aber ich glaube, da zählt auch nicht zur Komplettierung dazu, also. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge würde ich dann sagen, kümmern wir uns um die drei legendären Vögel. Dafür muss ich wahrscheinlich hier hingehen, weil sonst wüsste ich nicht, wo ich die finden soll. Oder ich muss mir das Story weitermachen, kann natürlich auch sein. Aber hier passiert irgendwie eine Cutscene, also nehme ich mal an, da tut sich vielleicht irgendwie was, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder habe ich das, glaube ich, schon mal ausprobiert? Ich weiß gar nicht. Ist ja nur ein paar Tage, Wochen her wahrscheinlich, ne? Gut, ich werde mir schon mal einfallen lassen für nächstes Mal. Ich sag dann jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.